Ui. Okay, ja. Ich krieg keine Vorfahrtsregelung hier. Das heißt, ich darf jetzt warten, bis der Pulk da weg... Nein! Der Pulk lässt mich raus! Das erste Mal, dass ich das auf der Karte erlebe hier. Okay, ist ja auch die erste Linie, die ich fahre. Aber so ein Erlebnis hatte ich ja nicht mal auf Gladbeck, dass die KI mich rauslässt. Die KI hat mich rausgelassen. Habt ihr das gesehen? Die hat mich rausgelassen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit herzlich willkommen zu einer Produktvorstellung in OMSI 2. Es ist der 2. November 2017, abends 8:30 in Deutschland, Metropole Ruhrgebiet, zusammen mit Lumpi. Hi. Hi. So, wir gucken uns Metropole Ruhrgebiet an, das mir von Aerosoft freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich arbeite immer wieder gern mit euch zusammen. Das einmal vorweg. So, wir haben hier natürlich den Solaris Urbino 18, vierte Generation stehen im Bogestra Design. Den gucken wir uns auch als erstes an, bevor wir gleich losfahren. Was mir direkt auffällt, ist hier die Matrix. Also wir fahren die 979, ich nach Oberhausen Stärkrade vom Bottrop aus und der Lumpi in die Gegenrichtung. Problem ist einmal 979N, das ist aber ein Matrix-Ding, aber OB Stärkrade und da soll wohl noch das BF kommen, das kommt aber nicht mehr, weil das groß geschildert wird und man sieht ja hier soll wohl noch was kommen. Wenn wir mal gerade ins RBL gehen, ich zeige euch das gleich, oder wir zeigen euch das gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. RBL, na! RBL. Und machen nur mal 97900, damit das N da verschwindet. Dann macht er nämlich da, macht er das weg und dann seht ihr, dann steht da OB Stärkrade B. Also das BF kann er vorne nicht richtig schildern. An der Seite geht's, weil da Linienmatrix bzw. Nummernmatrix und Zielbeschilderung getrennt sind. Hier ist es auch kleiner. Aber gut. Matrix-Seitenkasten ist da. Wir machen aber jetzt hier nochmal die 01. Und dann knallt er da auch wieder das N hin und dann verschwindet das hier auch wieder. Also selbst ohne N schildert er das F bei BF nicht. Schade drum. Ja, alles in allem der Bus gebaut von Chrisley. Außenmodell ist ganz schön. Ich habe mir jedoch sagen lassen, es gibt noch so ein paar Bugs. Sehen wir vielleicht gleich auch. Was mir allerdings aufgefallen ist... Oh, jetzt ist der Bus da hinten so laut. Schaut mal hier auf dem Nummernschild. Da stimmt was nicht. Da. Kennzeichen GEBO. Das ist alles in Ordnung. Aber hier, Baden-Württemberg. Hallo. Das Ruhrgebiet, das Ruhrgebiet liegt in Nordrhein-Westfalen. Also da... Nein, jetzt in Baden-Württemberg. Jetzt in Baden-Württemberg. Also da ist noch ein bisschen was nachzupatchen. Wäre ganz schön, und wenn das kommt. TÜV ist auch abgelaufen. Und TÜV ist... ein bisschen verschwommen, aber ich glaube, der ist abgelaufen. Okay, das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Alles in allem von außen das Modell. Ansonsten finde ich in Ordnung. Was sucht die TÜV-Plakette vorne? Hat der vorne eine TÜV-Plakette? Oh. Vorne hört die ja nicht hin. Ich glaube, der hat vorne dasselbe Nummernschild wie hinten. Also dasselbe Textur. Naja, gut. Gehen wir mal gerade so in den Bus rein, in den Innenraum. Ich habe die Beleuchtung mal angemacht. So kenne ich das von den Solaris Urbino 3er, also in der dritten Generation. Hier von der RSVG, die Neufahrzeuge. So kenne ich das auch. Solaris ist ja von diesem... Einzelbeleuchtungssystem, also eine flache Abdeckung und dann einfach irgendwo so ein Lampenkasten hinhängen, da sind die ja weg von mittlerweile. Mittlerweile haben sie ja durchgehende Lichtzeilen, hier einigermaßen gut umgesetzt. Mir fehlen so ein bisschen die Lichtpunkte, aber das ist jetzt, das ist Kritik auf ganz hohem Niveau. Ansonsten texturtechnisch, gut, ist jetzt nicht die schärfste Sitztextur, wenn man mal guckt. Da haben wir auch schon schärfere gesehen. Aber geht. Geht. Bodentextur kenne ich so auch vom C2, wie das jetzt beim Solaris ist,
Kann ich nicht sagen. Es ist ja, der Solaris ist ja dem Solaris der Burgestra nachempfunden, beziehungsweise diesem Modell nachgebaut. Das werden die Leute, die da aus der Gegend kommen, die werden das besser wissen, ob die so eine Textur haben. Ich kenne die Textur ähnlich, jedoch nicht quer, sondern längs, aber aus dem T2 und ein bisschen heller, diese ja, ich sag mal, dunkle Laminattextur oder Eichenholz oder was auch immer, oder Buche, Linde, Birke, ist mir scheißegal eigentlich. Wir switchen mal. Ne, klar, Lavo-Bildschirm gehört dazu, in schön breit. Die RSVG hat die auch, die hat allerdings eine Trennung hier drinne, aber auch nicht bei allen. Nee, gar nicht, weil die hat gar keine Trennung drin. Ist okay. Texturen sind in Ordnung. Ja, das passt. Hier dann Stopptaster. Wo habe ich ihn? Vielleicht sehe ich ihn. Ja, haben wir hier auch. Das ist hier tatsächlich auch so. Das ist auch okay. Auch was ich hier sehr schön finde, ist, dass man das mit der Textur übernommen hat. Die Punktschriftvariante für Blinde und Sehbehinderte, um zu erkennen, dass das ein Stopptaster ist. Das finde ich ganz nice. Finde ich okay. Dann haben wir hier ein bisschen Werbung. Auch ganz schön. Hier Behindertentaster. Was ich gucken will, ich glaube aber, die Burgestra hat es nicht. Ich weiß, dass die RSVG das hat. Die RSVG hat hier oben USB-Anschlüsse. Die gibt es hier aber nicht. Aber das ist ja auch Bestellsache. Von daher. Okay. Ja. Was denn? Schon haben wir den nächsten Bug gefunden. Ja, mir geht die hintere Tour nicht mehr zu. Oh, schön. Also Klappfenster. Ja, Türbugs. Also die zweite Tür hat wohl ein Problem. Wir haben die Karte jetzt auch im BBS und da gibt es mit der zweiten Tür ein Problem. Die schließt auf einmal nicht und dann jetzt schließt wohl auch die dritte nicht. Klappfenster, Sound. Finde ich interessant. Quietscht ein bisschen die Gummilippe, aber ist mal was anderes. Finde ich nett. Ist nicht dieser Omsi-Standard-Sound. Was mich interessiert, ich bin ja so geil da drauf, Nothahn. Ja, funktioniert. An der ersten Tür auch? Nothahn? Ja, funktioniert. Was haben wir an der letzten, an der hinteren Tür, an der dritten Tür? Nothahn? Hallo, Tür, da, Tür, Nothahn? Ja, funktioniert, Nothahn. Kamera, dann natürlich Klimaanlage und alles. Stehender Motor, also Turmmotor hinten, ist auch korrekt. Was ich hier interessant finde, oder sieht halt nur so komisch aus. Das sieht ein bisschen befremdlich aus. Ah, nee, hier ist der zweite Sitz versteckt, neben dem Turm. Okay, den hat man aus der einen Perspektive jetzt nicht gesehen, weil das hier so langgezogen ist. Kenne ich mit Dreierbestuhlung, aber ist ja okay. Wie gesagt, hier im Rhein-Sieg-Kreis fährt die vierte Generation noch nicht. Aber jetzt Anfang 2018 werden ja wieder Fahrzeuge beschafft. Da wird wahrscheinlich auch einer bei sein. Ich fände das mal cool, wenn man so einen Nothammer in die Hand nehmen könnte. Ne? So, puff, Scheibe kaputt und so. Aber man kann ja nicht alles haben. So, wir rüsten die Mühle mal gerade ab. Da haben wir noch einen Texturfehler. Weil Elektrik ist aus, aber die Box zeigt mir immer noch die Fahrkarten an, also die Schrift zumindest. Und die Fahrerkarte, gut, steckt im Schlitz. PIN ist 1, 2, 3, 4, sehr einfallsreich. Kann man machen. Ich klatsche mal das Lenkrad wieder dahin. Ich hatte eben was geguckt wegen Quittieren, aber das ist ja... Hier nicht so. Ja, vorne ist ganz schön. Was haben wir hier? Okay, einige Taster gehen, die anderen nicht. Ah, hier, Knickschutz. Finde ich sehr wichtig, Knickschutz. Ich habe da ja so meine Probleme, ihr wisst das. So, wir rüsten mal. Rüstet sich die Matrix eigentlich ab? Geht die aus? Ja, die geht aus, okay. Initialisiert langsam. So, dann die Fahrerkarte rein. Kein Verkäufer angemeldet. So, wenn das Ding drin ist, dann können wir uns anmelden mit 1, 2, 3, 4. Danke. Und dann, klar, RBL, wir fahren die 979.00 und dann einmal die Route 1. So, das ist keine Kunst. Hier, Texturen sind okay. Kann man lassen. Hier ist das Ticketsystem. Eine Kasse haben wir auch. Wie funktioniert das hier mit der Tür? Ah, okay, einfach aufziehen und zuknallen. Alles klar. Habe ich das Lenkrad aktiviert? Ja, das Lenkrad ist aktiviert, alles klar. Gut.
Joa, viel gibt es dazu von innen eigentlich gar nicht mehr wirklich zu zeigen. Haben wir hinten einen Monitor im Gelenk? Haben wir bestimmt. Ja, haben wir. Haben wir. So, wir setzen uns ganz nach hinten, machen den Bus mal an. Okay. Mal Gas durchtreten. Jetzt hat er vorne gepiept, das habe ich bis hinten gehört. So, hören wir mal von außen. Ja, hier stehen sie schon Schlange. Ja, ich weiß das. Ihr steht hier schon Schlange. Ihr wollt alle, dass ich wegfahre. Oh, nö, bei mir steht keiner Schlange. Bei mir schon. Irgendwie kommen mir die K.O.-Autos bekannt vor. Habe ich hier noch keine. Oh, so. Also laut die und kräftig. K.I.-Autos? Ja, ich stehe ja am Bahnhof hier. Ich sehe hier gerade keine KI-Autos. So, Blinker geht, sieht man auch. Sieht man auch. Warnblinker sieht man auch. Also da hat... Da überzeugt Grizzly wieder. Ne, hier LED, alles fließt schön ineinander. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich habe Angst vor diesem Türbug. So. Ja, Solaris-Logo fehlt. Ich habe aber gelesen und mir auch bestätigen lassen, das kann man sich irgendwie in den Texturen zusammenkramen, das Logo. Es fehlt nämlich... Naja, ist halt wie bei Ikea, ne? Ja, genau. Irgendwas fehlt immer. So, Licht geht auch. Lichthupe geht auch. Blinker vorne, klar. Vorne finde ich die sogar noch ein bisschen schöner. Da sind die ein bisschen kräftiger. Also von mir aus kann man diese scheiß Rivas auch wieder rausreißen. So ist ja nicht... Ach ja, Rivas. Gut. Das ist natürlich ein System, das mir nachher richtig auf den Keks gehen wird, leider Gottes, weil das Ding sagt ja, zu hart Gas, zu hart Bremse und Sprit und Tempo und so. Das Ding mag ich persönlich ja überhaupt nicht. So, über das Dashboard brauchen wir gar nicht diskutieren. Ist bei der Bogestra wohl so, ist der Bogestra nachempfunden, da müssen wir halt mit leben. Ja, sieht merkwürdig aus von der Farbe her. Ja, also die Anordnung kenne ich hier von den Meldern, Leuchtmeldern kenne ich so aus den Überlandbussen und mit dem Drehzahlmesser. Ist für mich als Stadtkind sowieso sehr befremdlich, aber die Dashboard-Textur finde ich ein bisschen, weiß ich nicht. Da hätte. Sieht komisch aus, ja? Sieht so aus wie, ja. Ja, die ist, ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Die ist, ich nehme an, dass sie abfotografiert ist. Weil hier auch oben dieser Reflektionsrand ist. Gut. Ein schwarzes oder ein graues, wie jetzt zum Beispiel beim GN2 oder im C2, hätte ich persönlich schöner gefunden, weil das sieht einfach, ich weiß nicht, die Taster sind wirklich schön schwarz. Das muss ich ja sagen. Die Taster sind wirklich schön schwarz und die Piktogramme auf den Tastern sind scharf, sind gut zu erkennen. Jetzt natürlich, wenn ich so nah rangehe, werden sie unscharf, aber das ist halt so. Na, und dann halt dieses Texturgrau, das ist nicht so toll, nicht so schön gelungen. Finde ich schade. Tür hören wir uns mal an. Ich habe hier noch einen Fehler gefunden. Ich habe einen Gang drin und ich kann trotzdem noch herziehen. Okay. Ja, wenn du einen Gang drin hast, sollst du doch Gas geben. Im Stand. Ach so. Ja, aber im Stand kann dann auch noch das Standgas nicht. Ach so, okay. Tür passt. Wir machen mal hinten auf. Ich hoffe, dass die hinten auch wieder zugeht. Wehe nicht. Dann wehe nicht. Jetzt geht sie nicht mehr zu. Doch, sie geht zu. Na, so ein Train. Okay, das ist das laute Piepen, das kennen wir auch. Geht hinten Licht an, wenn die Tür aufgeht? Oh, ich habe die Beleuchtung im Bus an, aber... okay. Wenn die wenn Scheinwerfer an sind, also nicht, wenn Tag verlicht... Geht das Licht auch wieder aus? Aha, nach einer Zeit. Okay. Okay, nur wenn der Scheinwerfer an ist, also wenn wirklich Licht an ist, dann geht auch die Türbeleuchtung an. Ansonsten, wenn das Licht aus ist, dann nicht. Okay, gut. Aber das dauert dann auch. So, ja, Omni-Navigation, da ist Metropole Ruhr natürlich drin. Wir legen mal einen Gang ein. Ich mache euch Omsi jetzt mal einen Ticken lauter. Dann bin ich ein Ticken leiser, aber ist ja nicht schlimm. Ihr wollt ja was vom Bus hören und nicht nur von mir Geräusche.
Ja, leg mal Gang ein und mach Handbremse rein. Und du kannst trotzdem Standjahr aus ihm. Dürfte nicht sein. Das sei denn, beim Solaris ist das so. Aber wobei, das dürfte so vom Sound eigentlich klappen. Ich guck mal. Gang rein. Mhm. Und Handbremse, hast du gesagt? Ja, die Handbremse ist ja von vornherein immer angezogen. Oh ja. Er gibt Vollgas eigentlich mit angezogener Handbremse. Okay, aber gut. So, oh, und hört ihr das? Ich lege die Handbremse ein, da kommt pff, und wenn ich sie rausnehme, kommt nichts. Kommt kein Sound, wenn ich die Handbremse rausnehme. Gangwahltaster. Abendsound. So. Wir fahren mal rum, weil wir müssen ja ums Eck einmal. Uiuiui. Ui, ui. Oh, okay, hier am... Oh. Okay, hier ist die Performance bei mir gerade... Ja. Schlecht. Also der Bus fängt gleich an zu hüppeln, glaube ich. Aber da müssen wir jetzt mal mit leben. Hier tummeln sich gerade auch megamäßig viele Busse. Aber wir werden mal gleich ändern. Wir werden den Fahrplan gleich vorstellen. Was sagt denn die Hupe? Oh. Oh. Das ist die falsche Hupe. Das ist ja, keine... Soll ja nachgebessert werden. Hat er gestern nicht mehr geschafft. Okay. Hat er ja im Livestream versprochen, dass das erledigt ist. Ja. Aber gut. Okay, wir gehen mal in die Bremse. Hallo, Omsi Performance, danke. Übrigens, wundere dich nicht, wenn du stärker gerade ankommst. Da stehen schon Weihnachtsbäume offen. Achso, sind schon Weihnachtsbäume da? Naja, Anfang November. Ich frag mich, was die da zu suchen haben, aber... so, also ich fahr 14.29 Uhr und du um 24. Stellen wir 2 Minuten vor. Ey, Moment, Uhrzeit hier. 2 Minuten vor, ich hab's erst 14.14 bei mir im Spiel. Ja, gehst du auf 14, du fährst wann ab? 24, ne? Ja. Gehst du auf 22 und ich gehe auf 27? Nee, Moment, 0-0 noch machen. 0-0, so. Und dann 1, 2, 3. So. Oho, da will auch jemand einsteigen. Hallo, kommen Sie rein. Komisch, dass mich wundert so, dass in Stärk gerade Kinder einsteigen will. So, jetzt frage ich mich gerade, wird mir denn hier irgendwo im Ticketsystem angezeigt? Ah ja, da. Ja, 1,8, da bei F, glaube ich, ist das. Bei F, 1,5. Ja, okay. Ist ganz komisch. Ja. Ich bin bescheuert. Entschuldigung. Ja, wird wahrscheinlich im System da bei der Bogestra so sein. Finde ich aber auch sehr unübersichtlich. Aber gut, was halt so gegeben ist, ist halt so gegeben. Kann man nichts machen. Ich habe die Kasse, die im C2 verbaut, war besser. Mhm, das stimmt. Die fand ich auch besser. Die war zwar auch für mich anfangs gewöhnungsbedürftig, aber die fand ich dann auch besser. Aber gut, der Vierer ist ja der Bogestra nachempfunden. Das ist ja so gesagt worden. Das, ja, nehmen wir so hin. Auch doch jemand eingeschickt. Na Mensch, du. Ich hoffe, doch jemand mit mir mit. Ich hoffe, das Performance-Problem legt sich. Ich habe an meinen Einstellungen nichts verändert. Absichtlich nicht. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie eine Performance, eine Einstellungsempfehlung oder was weiß ich genommen. Du hast die normale AI-List und richtig mit den scheiß Standard-MRNs, die so schön Performance fressen. Ja. Ja, sind auch ein paar Solaris drin. Ja, ich habe jetzt mal so genommen, wie es halt ausgeliefert wird. Ich zeige... Also nicht, wie gesagt, bei mir habe ich ja die ultimative AI-List drin. Ja, was fährt denn bei dir? Nur Solaris? Ja, bei mir fahren die MRN-Stadtbusse. Aha. Also, ihr braucht für diese ultimative AI-Liste, die mitgeliefert wird, braucht ihr das MRN-Stadtbus-Add-on, das 3-Generation-Add-on und Palma, wenn ich es richtig gelesen habe. Ich frage mich, wozu man Palma braucht, weil was haben spanische Busse bitte in Ruhe zu suchen? Ja, eigentlich nichts. So, ich habe Abfahrt. Und fahre jetzt auch mal. Ja, Bus ist laut genug. Ich hatte Angst, dass es zu leise ist. Ja, ich habe die Standard-AI deswegen genommen, weil ist ja eine Review und dann zeige ich das ja erstmal, ohne da rumzufummeln, so wie es ausgeliefert wird. Ne?
weiß jetzt nicht, also wenn, ob die, ich meine, gut, ich habe ja die Stadtbusfamilie. Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Nur Palma habe ich nicht. Also da fängt das Problem dann doch an. Ah, da ist die Ampel. Okay. Die sieht lustig aus. Die hängt da oben. Okay, das ist nett. Oh, 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 oh. Ah, okay. Er kommt da rein. Ja, ich trau dieser festischen AI-Bus-Ding da MAN nicht. Könnt grün machen, Ampel. So, ich nicht, hoffe ja auf automatische Weiterschaltung. Kannst du mich mal, Ampel. Also ich verspreche nicht, dass die Performance besser wird. Okay, mit dem Hochschalten hat er so ein bisschen Probleme. Hallo, was ist denn mit nächster Halt? Muss ich das selber machen? Nächste Haltestelle. Ja, muss ich. Pferdemarkt. Pferdemarkt, brems! Brems! Mit Bremsen hat das nicht so der Bus. Ah, jetzt weiß ich auch, was da piept. Das ist dieses komische, wie heißt das? Ribas. Ribas, ja. Das Danke. Steht doch da oben drin, R-I-B-A-S. Mir doch egal, was da steht. Wow. Pferdemarkt. So, vielleicht gibt es... Wenn ich wieder diesen möchte, gern Müll sehe unter der Mülltonne. Vielleicht gibt es ja bei Einstellungen, wenn ich auf Einstellungen klicke, automatische Ansagen einschalten. Nein. Info... Warte, ich auch... Ja, mach mal. Ah, bei Info, SB 16 bis 5. November, SB 16 Kurse zwischen Bottrop Moviepark, SEV bis 5. November und 908 Richtung Martinastraße, Umleitung. Okay, Wetter. Ja, alles klar. Wetter will ich ja wissen. Was ist EKS? EKS funktioniert nicht. Unfall. EKS ist ein Ticketerkennungssystem. Aha, ja, okay, gut. Nee, RBL ist nicht. Ich will Verkauf. Ja. Warum kann ich automatische Ansagen nicht irgendwie einschalten? Egal. Er hat Ansagen von alleine eigentlich. Aber was mich mir nicht ganz erschließt ist, wieso stellt man hier Fahrgastinformationssäulen auf? Ja. Und man kann sie nicht lesen, wann der nächste Bus fährt. Erst wenn man richtig ranzoomt, dann eröffnet sich hier, sieht man erst die digitale Anzeige. Also die, ne? Okay. Ja, also nicht, dass es heißt, ich hätte Lumpi jetzt dabei, weil damit mit irgendwie um Hetze oder sowas geht. Nein, ich habe Lumpi aus dem Mund dabei, weil ich sehe nicht alle Bugs. Und so ist das ein bisschen einfacher. Zudem, ich halt dann andere Dinge sehe und Lumpi mal was sieht und man sich dann so ein bisschen gegenseitig ergänzt. Was ich ganz nett finde, sind die großen Spiegel beim Solaris. Das, befürworte ich ja immer, weil in denen sehe ich auch was. Liebe Grüße an Andi, das Zimtschneckenliquid ist übrigens voll geil. Ah, Blinker. Ich biege hier rechts ab. Ja, 9,79. Warum das die Innovationslinie ist, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber ist halt. Was ich ganz schön finde, ist, ich hatte gedacht, es wäre zum Quittieren. Das ist der Knöppel hier. Damit könnte er das VDV hell und dunkel machen, wenn er dann reagiert. Danke. So, krieg grün. Hallo, Mama. Machen's grün. Schindler. Aha, geht doch. Boah, der schreit ja direkt, wenn du den, wenn du da Gas ja. gibst, ey. Ich muss jetzt hier in diese kleine Lücke rein. Oh Gott. Ach, das geht doch niemals, dass ich da reinpasse. Das sehen wir doch jetzt schon, dass das nicht passt. Dass ich da nicht reinpasse. Ja, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Hirschsender. Ja, komm, drück dich rum. Okay, das ist aber mein Fehler. Das ist so mein Omsi-Können, ne? So kleine Straßen liegen mir nicht. Ja, das Ribas wird uns jetzt permanent auf den Keks gehen.
Aber liebe Zuschauer, nicht wundern, warum ich jetzt heute mal so leise bin. Fisch. Es gibt Gründe, warum ich's bin. Ich hab dem Lumpi im Maulkorb verpasst. Jo. Lumpi hat lieb zu sein. Ich hab heute lieb zu sein. Der hat heute lieb zu sein. Nee, bei mir macht er keine automatische Ansage. Ich muss manuell weiterschalten. Echt? Hä? Achso, drück mal links neben den Lenkrad auf den Funk. Also mach mal das Lenkrad weg. Ja, Moment. Bei mir steht Sportpark. Bin ich denn jetzt am Sportpark? Was? Ich bin doch völlig... Das ist doch am Lamperfeld. Warum sagt der mir Sportpark? So, Mama, Lenkrad weg, ja? Und dann auf den Funktaster? Moment. Ja, guck mal, ob es da... Weil meine habe ich auch reingedrückt. Also... Okay. Weiß nicht, ob es damit zu tun hat oder ob der Dings einfach nur... Ich wüsste gerne, ob ich... Frag mich, was das da oben sein soll, an der Tür. Die weil wenn die Tür zu ist, ist grün eine Lampe. Und wenn die Tür auf ist, ist rot. Ist das was für den Fahrer? Als optische... Ja, das ist, glaube ich, für den Fahrer. Ja, aber guck mal, ist doch aber blöd. Ist doch doof. Ich sag mal dumm, weil als Fahrer kann ich meinen Kopf bewegen. Ich sehe doch, wann die Tür zugeht. Ja, aber das ist auch für Fahrgäste. Oder ist die Lampe für alle Türen? Dass der Fahrer auch weiß, dass alle Türen zu sind. Weil Jans verrenken kann er den Hals ja nicht, weil hinter mir ist ja eine Wand. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, die gibt's hinten auch. Nee, hinten gibt's sie nicht. Ah, aber hinten gehen die LED-Streifen an, wenn die Tür offen ist. Okay. Ich mache jetzt vorne mal zu, weil du hast nämlich rechts LED-Streifen und links das rote. Nee, jetzt hinten ist offen und das rote Licht geht aus. Ich nehme an, das ist Schließvorgang. Okay. So, ich mach's Lenkrad mal wieder ran. Aber ich bin noch am Lamperfell, warum sagt der Sportpark? Sportpark kommt doch erst danach. Ja, ist egal. Wir gucken mal. Da höchstens, da sind wir schon vorbei, Menschenkinder. So. Sportpark habe ich eben schon angesagt, kommt jetzt auch. Ja, Riva kommen wir mit Verspätung an. Ja, klar, weil wir überall gucken und so. Rivas meldet sich natürlich. Riva. Also ganz ehrlich, ich finde dieses Riva-System. Also ich brauch's nicht, ich weiß, dass ich unwirtschaftlich fahre. Naja. Oh! Jetzt muss ich hier komplett links rüber, alles klar. Fehler festgestellt. Noch ein Bug gefunden. Ich hab hier auf der Dingskarte, sag ich schon, hier oben. Die Schilder, Autobahnschilder sind bei mir schwarz. Ja, das kann aber ein Texturding sein. Aber ich habe einen Fehler gefunden. Ja, wenn du die Warnblinkanlage anmachst, wird das nicht optisch in den Meldern angezeigt. Nur links und rechts. Warnblinker wird nicht angezeigt. Da blinkt er nicht. Mach mal deinen Warnblinker an. Ja, warte. Also rechts geht, links geht, Warnblinker nicht. Tja. So, mal gucken, ob er jetzt gleich automatisch weiterschaltet. Müsste er ja dann eigentlich jetzt. Wie war das? Windows 11, wa? Ja. Dann machen wir das mal schnell. Wir fahren mal schnell über Rot hier. So, ich hab jetzt... Aha, jetzt geht's, ja. So, ich hab jetzt auch nicht in eine Readme oder sowas reingeschaut. Ich will das ein bisschen intuitiv machen. So, Parkfriedhof, wir fahren durch. Aha, Performance wird besser. Nächste Haltestelle. See. Dorfstraße. Nee, Rivas, ich bin nicht zu schnell. Lüg nicht. Okay, Sie hat sie. Na, was denn jetzt nun, Sie? Schwarzen Bildschirm. Ah, jetzt. Können wir jetzt fahren? Wir können fahren. Noch ist grün. Ich warte ja mal auf einen Haltewunsch. Also, Bus klingt soweit ordentlich, finde ich. Aber das wundert mich auch nicht, das ist Chrisley. Ja, wie gesagt, dieses Ribas braucht halt... Also ich brauch's nicht. Aber es ist halt da. So, hier will auch keiner
mit und auch keiner. Oh, geil. Oh. Fahr mal weiter. Guten Tag. Ja, Lumpi, müsste ich dich ja bald sehen hier, ne? Eigentlich schon, ja. Irgendwann. Lindhorststraße. Ja, Linguatec, wie wir es aus dem Ruhrpott kennen. Na, da bin ich doch auch schon vorbei, Mädchen. Mensch, du hängst hinterher. Oh, ich sehe die Ampel nicht, weil die Sonne blendet. Das ist total gut. Gucken wir halt so. Oh, hier steht ein Bus mit einem Weg rum. Oh, das ist lustig. Jetzt zeigt er nur OB-Stärk gerade an. Ach, weil ich eben im RBL rumgegeiert bin, ne? Alles klar. 9, 7, 9, 0, 0. Weil, ja, weil ich die automatischen Haltestellenansagen gesucht habe und hab da natürlich... So, jetzt kann er's. Und hab natürlich dann im RBL rumgewurschtelt. Doofe Idee, weil wenn du nämlich, wenn ihr nämlich ins RBL reingeht, um vielleicht was zu überprüfen, boxt er euch die Linie raus und schildert ja nur das Ziel. Das ist ein bisschen doof. Ja, und das mit dem N ist auch ein bisschen doof. Aber dann fahren wir halt. Aber wir wissen mindestens, die Heckmatrix ist breit genug, dass das Ding vierstellig schildern kann. Dann passt das zwar nicht mehr so mit dem Ziel, aber das passt bei Oberhausen Stärkrade Bahnhof ja leider gar nicht mit dem Ziel. Was ich sehr schade finde. Weil bei der Stadtbusfamilie geht es ja mit Groß- und Kleinschreibungen und so auch, ne? Ich glaube schon, ja. Nicht so oft. Ich meine, gut, der Bus ist der Bogestra nachempfunden, aber ich glaube, die Bogestra kann Oberhausen Stärkrade Bahnhof vorne richtig schildern, weil an der Seite kann er ja auch richtig schildern, ne? Also von daher. Aber gut. Kann man ja alles im Nachgang noch beheben und ich denke, Grizzly wird da auch im Nachgang noch ein bisschen was dran tun, ne? Wie mit der Hupe zum Beispiel und so. Ich sag mal Chrissy, also es ist aber richtig, dass Chrissy den Bus gebaut hat, ne? Nicht, dass ich dem armen Kerl hier was andichte und der war dann gar nicht. Tja. Doch. Chrissy hat den Bus gebaut. Also das ist meine Info, dass Chrissy den gebaut hat. Du bekommst bitte Preisstufe A. Das ist doch die Stimme, die mich auf Gladbeck so blöd angemacht hat. Die erkenne ich doch wieder. Was machst du denn hier im Ruhrgebiet, sag mal? Machst du denn im Bottrop? Tja. Möchte verreisen, die Stimme. Ja, aber die KI-Fahrzeuge kommen mir bekannt vor. Ja, Hamburg Hafen City. Mhm. Und hier fahren nur diese 5, 6 Stück, was das sind. Okay. Weil andere fährt ja nicht. Man zeigt noch nichts anderes entdecken können. Pferdemarkt. Ich habe noch keinen. Außer an der Seite ein 80er-Jahre-Bus. Mit einem Vierkast, also mit einem starren Kasten drinne. Am Lamperfeld. Nächste Haltestelle. Okay, das hat die Sportpark. Nächste Haltestelle Parkfriedhof. Nächste Haltestelle Eichendorfstraße. Moment. Nächste Haltestelle Lindhorst. Nächste Haltestelle von jetzt. So, ja, also das erkläre ich sofort. Die Zuschauer haben es jetzt gerade schon gehört, du noch nicht. Wenn ihr während der Fahrt im RBL rumspielt und dann neu schildert, das RBL kapiert nicht selbstständig, an welcher Haltestelle man gerade ist, sondern man muss dann manuell bis zu der Haltestelle, an der man gerade ist, wieder vorschalten. Mhm. Ja, zu hart gebremst. Mhm. Oh, da sind die Kacheln. Die ist hoch, die Kachel ist auf einmal was tiefer und die da hinten ist wieder was höher. Okay. Haha, komm ich hier rum? Oh, ein Haltewunsch. Ein Haltewunsch und ich hab was umgefahren. Juhu. Okay, ich sehe gerade, die 979 fährt hier als Solo-Linie rum. Hab ich vielleicht mit der Gelenklinie so ein bisschen ins Klo gegriffen. Kann das sein? Nö. Eigentlich nicht. Okay. War ja auch gelenkt. Aber ohne Kollision, weil ich weiß, dass man hier besser ohne Kollision fährt. Und
diversen Gründen. So, ich habe einen Haltewunsch. Passe ich hier rein? Naja, gut. So halbwegs. So, dritte Tür. Ja, dritte Tür. Und die zweite öffnet auch mit Freigabe. Und an der dritten will gerade keiner raus. Schließt die jetzt auch wieder? Ja, sie schließt. Also zweite und dritte Tür öffnen auch mit Freigabe. Kennt man so ein bisschen aus Hamburg auch. Ne, das zweite, dritte, die zweite Tür manuell zu öffnen und zu schließen ist aber auch per Freigabe öffnen. Hier schließt sie allerdings nicht per Freigabe. Wie, und da kommt schon die nächste Haltestelle? Die sind aber sehr kurz aufeinanderfolgend. Wow. Ja, im Ruhrgebiet sind sie alle sofort zu laufen. Das ein paar Meter mehr zu laufen. Das sehe ich gerade. So. Der hat noch gar nicht die Haltestelle angesagt. Wo bin ich denn? An der Herder Straße. Und was sagt der hier oben? Nächste Haltestelle. Jetzt sagt er Herder Straße. Danke. So, weiter geht's. Ach, da bin ich ja schon vorbei. Mensch. Hallo, automatische Ansage. Aha. Haltestelle Heinrich-Heine-Straße. Ja. Und ein Unfall. Kurz vor der Haltestelle Heinrich-Heine-Straße macht er die Ansage Heinrich-Heine-Straße. Sehr zuverlässig, das. Heinrich-Heine-Straße, kommt mir bekannt vor. Gibt's hier in Berlin auch. Gibt's wahrscheinlich öfter als einmal. So, ja, hier muss man jetzt weiter vorfahren, um überhaupt was sehen zu können. Ich fahr dann mal. Das geht doch schief! Ne, das geht nicht schief. Das geht gerade noch. Oder hat er mich? Ne, mich hat er nicht. Du weißt nicht? Ne, hat er nicht. Wollte ich halt. Nächste Haltestelle, Spechtstraße. Spechtstraße. Krieg ich noch mal einen Haltewunsch? Da ist er ja, da, Mario. An der Spechtstraße. Na, warum sie nicht hängen bleiben hier? Sei lieb. Ich bin's auch. Okay, die Haltestellenmasten sind nicht rund und auch nicht wirklich viereckig. Das ist mehr so Oktagon-mäßig. Und oben sind die komplett platt. Ah ja, gut. Okay. Mädel, ganz schön frech hier. Da sagt jetzt mir, ey, Busfahrer. Oh, woher kommen? Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie hat man sich bei den Fahrgaststimmen an einem anderen Add-on bedient. An Manningen? ja. Entschuldigung, ich wollte lieb sein, ich weiß. Ja, ja. Bist ja noch lieb. Ich sag ja, konstruktive Kritik ist kein Problem. Nächste Haltestelle, Fernwaldstraße. Fernwaldstraße. Da sagt sie zu mir, ey, Busfahrer, krieg mal ein Ticket, aber flott. Kommt mir bekannt vor, der Spruch. Ruhrgebiet-Schnauze. Der sagt nicht mal Tag, wenn er reinkommt. Was ist das denn? Ist das Müll? Ja, das möchte gerne Müll. Dann macht man das im Ruhrgebiet so, dass man das einfach neben die Mülltonne schmeißt. Was ich sehr schade finde, und das muss ich jetzt mal sagen, das ist das Design der Haltestellen. Das finde ich nicht schön. Das sieht einfach... Ja, das sieht nicht aus wie ein Haltestellendach. Das sieht aus wie... Ja. Unfertig. Tut mir leid, aber das weiß ich nicht. Finde ich nicht schön. Echt nicht. Das geht besser. Das habe ich auch auf Gladbeck besser gesehen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist kein Haltestellendach. Das ist Comic. Das ist überzeichnet. Das erinnert mich an V-Bus. Kennt einer von euch noch V-Bus?
So zur OMSI 1 Zeit. Das finde ich traurig. Das ist was, was ich traurig finde. Ich weiß, man macht viel, um Performance reduzierend zu arbeiten. Sei mal so dahingestellt, was Performance reduziert und was nicht. Und da kommt er angerast und klatscht mich weg. War klar. Vielen Dank fürs Aufpassen, liebe KI. Die kann ich aufpassen. Nee. Aber das ist kein Haltestellendach. Das ist. Nee. Finde ich nicht okay. Aber das hat nichts mit der KI zu tun. Nee, das liegt an den Splines. Die erkennen den Bus nicht. Ja, die Problematik ist ja bekannt. Aber wenigstens fährt da hinten den Straßengraben. Das ist schon mal nett. Haltestelle. Ja, also man hat, guck mal, die Ampeln sind schön rund. Das ist völlig. Sind die rund? Nicht, dass ich jetzt sage, die sind rund und die sind nicht rund. Sind die rund? Die Masten sind Standardmasten. Ja. Und bei den Ampeln, die sind rund. Ja, ne, das ist alles in Ordnung. Aber das ist kein Haltestellendach. Und wenn die Haltestellendächer wirklich so markant im Ruhrgebiet aussehen, und ich war schon mal im Ruhrgebiet und so sehen die nicht aus, also habe ich sie nicht in Erinnerung, dann sollten die zuständigen Kommunen ganz schnell den Architekten feuern und der das Ding gebaut hat, auch. Ja, yeah, tut mir leid, also, ne? Das ist schade. Das wertet ein Add-on einfach ab. Ich meine, es ist ein cooler Bus dabei, kann man nichts sagen. Er hat Fehler, ja, und wenn die behoben werden, dann ist das auch alles tutti, dann ist das auch alles also okay. Also da muss ich dir leider widersprechen, mit dem Bus hat sich Grizzly keinen gefallen getan. Ja, gut. Ich finde ihn, so wie er jetzt ist, nicht perfekt. Es ist cool, dass ein Solaris Urbino in der vierten Generation dabei ist, keine Frage. Mehr erwartet habe ich auch und ich erwarte von Grizzly aber auch einfach, oder... Ja, was heißt ich erwarte? Ich habe das Add-on zu Präsentationszwecken für lau bekommen, ne? Okay, aber trotzdem darf ich ja Kritik äußern. Aber ich denke auch die Käufer dieses Produktes erwarten, dass halt so markante Fehler wie das hier, dass das gefixt wird. Aber im Livestream wurde ja schon gesagt, die wird gefixt. Das ist schon mal etwas. Ne? Und halt so Dinger wie Warnblinker, ne? Der Warnblinker tickt auch nicht. Also ich hab... Doch, er tickt. Also akustisch ist der Warnblinker da, aber optisch nicht. Aber das ist nicht halt die gewohnte Qualität von Grizzly. Nein, also mit der Stadtmus-Familie hat Grizzly natürlich die Latte, die Latte sehr, 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 sehr hoch gesetzt. Und die Leute, unter anderem auch ich, und da stehe ich auch zu, ja, ich weiß, die ist jetzt rot, aber da fahre ich jetzt trotzdem drüber, ist mir egal. Und die Leute haben natürlich jetzt einen Solaris... der vierten Generation auf Stadtbusniveau erwartet. Ich habe auch gedacht, ach, vielleicht kommt hier oben irgendwie wieder so ein Ding hin mit Multifunktion und allem drum und dran. Das habe ich anfangs auch erwartet. Gut, ist nicht da. Ist halt nicht da, weil der Bus, wie gesagt, der Bogestra nachempfunden ist. Ich sag das immer wieder dazu. Ich sag das auch deswegen immer wieder dazu, dass keiner sagt von wegen, ja, das muss aber oder so oder ne, du siehst das doch auch so. Ja, klar, ich sehe das so. Ich hätte das auch erwartet wegen der Stadtbusfamilie, aber der Bus ist der Bogestra nachempfunden. Die haben so ein Multifunktionsding halt nicht. Dann ist das so. Okay, und, muss man halt so hinnehmen, ne? Gut, unsere MAN-Busse hier, die haben so ein Multifunktionsding auch nicht. Wäre lustig, wenn die auf den Knopf drücken und dann wechselt, dann tauscht sich im Bus die Matrix aus. Fänd ich bestimmt lustig. Fänden irgendwie alle lustig. Nein, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also... Es ist nicht Stadtbusniveau. Es ist einfach nicht Stadtbusniveau. Das ist auf der einen Seite sehr schade, auf der anderen Seite wird das bestimmt seine Gründe haben, die für uns vielleicht verständlich oder auch unverständlich sind. Ne? Mir fehlt auch so ein bisschen, mir fehlt auch so ein bisschen was. Mir fehlt einfach dieses... Der Bus ist nicht rund. Weil so markante Fehler sind, ne? Es gibt... Ja. Es wird damit geworben, dass eine Lizenz für den Solaris vorhanden ist. Ja, ich habe irgendeinen Unfall eben gehabt, ist okay. Ne? Es wird damit geworben, ein lizenzierter Solaris Urbino der vierten Generation. Und dann fehlt das Solaris-Logo auf dem Lenkrad. Und auch vorne und am Heck. Gut, vorne und am Heck muss ja nicht sein. Gibt es bestimmt auch ohne. Am dicken Stein. Am dicken Stein, okay.
Kann man gegen Scheiben schmeißen, dicke Steine übrigens. Aber dass das Logo auf dem Lenkrad fehlt, das ist halt so ein Fehler, der muss nicht sein. Gut, kann man, wenn da Ding in den Texturen vorhanden ist, dann kann man sich das ja rauskramen. Aber wenn man das nicht weiß, ich wusste das vorher nicht. Wie gesagt, ich habe mir den Bus vorher nicht angeguckt. Ich habe mir keine Readme angeguckt, gar nichts. Ich habe das Ding installiert. Aerosoft hat mir den Key geschickt. Ich habe das Ding installiert, eben nach der Arbeit rangesetzt direkt, um euch das zeitnah zeigen zu können. Rangesetzt, Bus gespawnt und mir fällt auf, wo ist denn das Logo? Das erinnerte mich dann direkt so an drei Generationen und so, ne? AKA Darius Bode, kein Mercedes-Logo, ne? Naja, weil er ja nicht darf. Weil er es nicht durfte, aber genau. Aber hier gibt es eine. Ja, hier gibt es eine Lizenz und das Logo fehlt halt. Gut. Kann man jetzt Ewigkeiten drauf rumreiten. Die Straße hier finde ich übrigens auch sehr eng für einen Bus. Aber okay. Gut. Wir bleiben mal hier stehen, weil da kommt jetzt eh gleich die KI angeschossen. Und die bremsen dann an der Ampel, stehe ich hier, dass da noch genug Platz ist, komme ich da rum. Ja, da kommt man raus, alles klar. Sieht enger aus, als sie ist, da kommt man raus, das passt. Ja, aber sowas ist halt, ne, schade. Und so, das Nummernschild kann ich noch verzeihen. Kann passieren, kann auch jetzt so im Affekt, so hat man halt hingemacht und hat halt keiner gesehen. Wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gesehen, weil wer guckt schon so genau aufs Nummernschild? Ja, die Leute, die so busaffin sind, die gucken auch aufs Nummernschild. Ich weiß das, es gibt in der Community auch Leute, die gucken sich den Bus als allererstes von unten an, ob er Unterboden hat. Wir werden das gleich auch mal machen, ob er Unterboden hat. Ich weiß, der Gladbecker C2 hatte keinen Unterboden. Ich habe das in der Folge mal gezeigt. Einfach mal ein bisschen nach meinen Gladbeck-Folgen gucken. Nächste Haltestelle, Obere Brüderstraße. Obere Brüderstraße. Da erkennt man das. Na? Zur Umgebung kann ich bis jetzt sagen, ja. Geht. Ja, tut mir leid, ich kann nicht sagen, ist super schön, weil ich definitiv Besseres gesehen habe. Straßen und sowas, es erinnert mich halt sehr an Gladbeck. Klar, es ist. Ja, geht dich gar nichts an, wie scheiße. Ich fahr halt die Klappe, setz dich hin, sei froh, wenn du heile ankommst. Es ist eine Karte von Kevin Nietzschmann. So, und dass da natürlich Gladbeck in der Bauweise und so wieder zu erkennen ist, ist völlig klar. Wollen wir gar nicht drüber streiten, wollen wir gar nicht drüber sprechen. Die einen finden es gut, die anderen finden es nicht gut. Ich bin einer von denen, die das nicht gut finden. Man erkennt es halt wieder. Ne? Texturtechnisch gibt es Schöneres, wissen wir alle. Nach eigener Aussage ist es auch der Performance geschuldet. Ich sehe das an manchen Stellen, sage ich, okay, es ist an stark bebauten Ecken ist es der Performance geschuldet, da kann man schwächere Texturen nehmen, aber keine unscharfen, aber schwächer. Ne? In Aachen hat man es gesehen, Aachen kam mit hochauflösenden Texturen, die hat man dann verkleinert und dann lief Aachen auch performance-technisch besser. Hamburg hat es auch hingekriegt, gut, Metropole Ruhr ist jetzt größer als Hamburg, brauchen wir auch nicht drüber streiten. Aber es gibt halt Ecken, die sind unschön. Es gibt ja auch ein paar Ecken. Ich habe jetzt so ein paar Ecken hier auf der Strecke gesehen. Die finde ich schön. Finde ich. Stelle, Turmstraße. Ja, Turmstraße, genau. Finde ich angenehm bebaut. Mir ist wichtig, was erstmal so wirklich straight auf der Strecke passiert. Ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt überall in den Hintergrund guckt und andauernd nach rechts und links und Backdrop hier und Backdrop da. Ist mir erstmal scheißegal. Ist für mich erstmal nebensächlich. Mir ist wichtig, was sehe ich, wenn ich. Was sehe ich rechts und links an der Straße, wenn ich da lang fahre? Da gucke ich als erstes hin. Das ist, wie gesagt, das ist Gladbeck. Ist hi, wieder hi. Zu erkennen. Hi, 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 ho. Hi, ho, diggity. es ist Gladbeck und damit ist dazu eigentlich schon genug gesagt. Es ist nicht das Schönste, es ist nicht das Schlimmste. Es ist so Mittelmaß, es geht. Kann man mit leben, kann man aber auch besser machen. Und es gibt. Ihr kennt meine Meinung, es gibt Freeware-Karten, die es besser gemacht haben. Brauchen wir auch nicht drüber streiten, ne? Aber gut, man kann jetzt auch nicht erwarten, dass da was völlig anderes rauskommt als der Gladbeck-Baustil, weil, ne? Er hat halt seinen Baustil und das sieht man halt auch immer wieder. Naja. Ne, ja, ja, klar, der Baustil ist, naja, wie gesagt, brauchen wir gar nicht drüber streiten. Aber man kann ja nicht erwarten, wenn ein und derselbe Entwickler
jetzt Ruhrgebiet baut, das ja irgendwo auf Gladbeck aufbaut. Ich muss da rein. Wow! Ja gut, ich sag mal so, man könnte es aber besser machen. Ja klar könnte man es besser machen. Weil man weiß, dass es auch anders geht. Ja, natürlich. Aber er macht's halt nicht. Und das ist schade. Ich bin mir sicher, er kann es vielleicht sogar besser. Aber er macht's halt nicht. Warum auch immer. Ich hatte gerade so einen Performance-Einbruch, dass mein Bus in die Kurve zur Haltebuchreihen geflogen ist. Auch sehr praktisch, brauchte ich nicht lenken. Hier, meine lieben Leute, ne? Hier zum Beispiel, man erkennt genau, dass das eine Spline-Kreuzung ist. Weil hier wurde wieder mit einem Pinsel gemalt. Und ja. Ja, das, sowas erkennt... Deswegen zum Beispiel ist der Lumpi dabei. Sowas erkennt der Lumpi besser als ich mit meinen Schielaugen. Oder besser gesagt, mit einer anderen Texturspline, ne? Und naja, dann brauchen sich einige nicht wundern, warum, wenn sie mit Kollision fahren. Hier haben wir wieder die nächste Kreuzung. Auch hier wurde wieder... Nein. Ja, na, ihr wisst schon, ne? Ja, ich sag ja, es ist der bekannte Gladbeck-Baustil. Und das ist schade, weil ich, ne, hab damit gerechnet, dass das, ja, besser wird. Bin ich ganz ehrlich. Ich hab gedacht, oh, Metropole Ruhr, vielleicht nimmt er sich ein Herz, nachdem es gab Kritik an Gladbeck, es gab Kritik an Palmer. Ich weiß, es gab auch viel Positives an Gladbeck und Palmer. Das hat jeder seine eigene Sicht der Dinge, aber vielleicht, da habe ich gedacht, okay, vielleicht hat er so ein paar Dinge halt anders umgesetzt. Ja, hat er halt nicht. Aber ja, da muss man auch mitleben. Oh, ein Polizei-BMW. Wow. Okay, das finde ich mal. Ja. Nächste Haltestelle. Du meinst, das ist ein Mercedes, aber. Oder Mercedes, ja, ist ja egal. Auf jeden Fall mal ein anderes Polizeiauto als auf Metropole Ruhr. als auf Hamburg. Mann, jetzt geht das los hier. So, ja, wie gesagt, Performance kann bei mir jetzt dran liegen. Ich habe Standard-AI. Wie gesagt, wenn ihr Palma, Stadtbusfamilie und drei Generationen besitzt, nehmt mal die andere AI-Liste. Die ist wohl performancefreundlicher. Meine ist es jetzt nicht. Ich habe aber auch Hamburg, Palma nicht. Aus gutem Grund, weil Palma mir sowas von überhaupt nicht gefällt. Tut mir leid, brauche ich nicht. Ist überhaupt nicht meins. Ja, mich erschließt dieser Grund nicht. Warum sollten hier spanische Busse fahren? Ja, ja, das verstehe ich auch nicht. Aber die kann man doch ändern. Ich kann doch theoretisch, kann ich doch Palma aus der AI-Liste einfach rausschmeißen, oder nicht? Ja, du hast drei verschiedene oder vier verschiedene AI-Listen, glaube ich sogar. Okay, ja. Ja, wie gesagt, ich habe nicht reingeguckt. Gut, ich meine, so an so markanten Ecken wie hier, ne? Hier ist viel los, hier ist viel Verkehr, hier sind viele Gebäude, hier fahren auch verdammt viele Busse. Man sieht das gerade ganz gut. Halt's Maul! Ne? Da kann man. Ja, wobei, hier kann man auch mit ein bisschen. Ja, gut, nee. Oh ja, ein halbes Haus, okay. Oh, was? Ach komm! Ach, Kevin! Ernsthaft jetzt? Das Haus hier ist nicht mal ausmodelliert? Wenn du von hinten an das Haus guckst, guckst du durch das Haus durch? Von vorne? Ja, von wegen der Performance. Von vorne siehst du die Textur O2 und von hinten guckst du durch? Ach komm. Ach Mann. Ja. Seine Meinung zur performance-sparenden Bauweise. Aber da muss ich eben teilweise recht geben, auf Hamburg wurden ja solche Häuser auch gebaut von da. Ja. Aber ob es der Performance schuldig ist, weiß ich nicht. Aber auf Hamburg finde ich das auch unschön. Und hier an so einem Punkt, guck mal, hier hinten ist so viel freie Fläche. So viel freie Fläche. Und dann, ach Mann. Das sind halt so Dinge, die finde ich halt einfach schade. Ja, er hat auch teilweise hier einfach nur den Hauptlinienweg nachher gebaut. Mit Straßen. Ja. Und der Rest, was so rechts, links weggeht, ist nur 3-4 Meter und da kommt weg drum. Ja. Statt um die Ecke zu bauen, wird dann einfach da. Übrigens, es gibt neue Backdrops auf Metropole Ruhr. Man hat jetzt nämlich. Entschuldigung, dass ich das jetzt sagen muss, aber man hat sich hingesetzt, hat OMSI gestartet und hat in OMSI selbst eine Straße fotografiert und benutzt die jetzt als Backdrop. Ich hab mal was anderes, ne? Ja. So, Sarkasmus aus. Das aber nicht passt, dass du zum Beispiel diese Bildchen hinter einer Häuserreihe hast. Ja, dass die Häuser dann abrupt enden sozusagen und dahinter kommt eine Kleingartenanlage und
Du hast vorne helle Bordsteinkanten, also Bordsteine, Bürgersteige, und dahinter auf dem Foto sind aber dunkle Bordsteine. Ja, so, das hier ist das, was Lumpi eben ansprach mit dem Fahrgastinformationssystem. Das finde ich wirklich schade, dass man so nah ran muss, um das zu sehen. Also, nee. Nee, das kann man anders lösen. Oh, und die Uhr hier hat keine Zeiger. Richtig. Warum hat die Uhr keine Zeiger? Hat man die beim Fotomachen wegretuschiert? Also, oder hat man, oder hat man eine Haltestelle mit einem Fahrgastinformationssystem fotografiert, bei dem nachts der böse Mainzelmann die Zeiger geklaut hat? Die sind bei der Uhrumstellung, sind die verloren gegangen, sagen wir es so. Die haben so schnell... Wer wird die geklaut haben, ja. Ja, die haben so schnell gedreht, dass die geklaut wurden. Die sind abgehauen. Nächste Haltestelle, Sterngrade Mitte. So, ich habe auch extra OBS auf 30 FPS gelassen. Nicht, dass man sagt von wegen, ja, das liegt an meinem PC und an meinem schwachen System. Ich habe kein schwaches System, das. Und um OBS noch ein bisschen zu entlasten, habe ich gesagt, komm, wir lassen es jetzt bei 30 FPS, dann passt das schon. Also ich habe hier bei 60 FPS Aufnahme. Gut, okay, ich hatte bis jetzt eben 2 böse Ausfälle. Aber ansonsten... Ja, es liegt hier an der AI-Liste. Das möchte ich auch gar nicht abstreiten. Ne? Aber es ist halt... Es macht einen verdammt blöden Eindruck für Leute, die mit AI-Listen und so, die noch nicht so viel Ahnung haben, die feiern, oh, Metropole Ruhr und so, und haben vielleicht auch noch gar nicht so andere Add-ons. Und dann fahren die auch mit einem schlechteren System oder mit einem mittelmäßigen System, und dann haut es denen... die Performance so raus wegen der Standard-AI-Liste. Hallo Busfahrer. Wenn der Nächste, der Hallo Busfahrer sagt, den schmeiß ich aus dem Laden hier raus. Ah. Hallo, Herr Busfahrer. Hallo Busfahrer. Hallo Michele. Ich muss unbedingt mal wieder ins Ruhrgebiet fahren, und dann steige ich da in den Bus und sage, Hallo Busfahrer. Der schlägt mir doch ins Gesicht. Hallo Busfahrer. Oh, am Pferdemarkt ist auch schon Weihnachtsmarkt. Also ganz ehrlich, Hallo Busfahrer, das macht man nicht. Hallo, guten Tag oder so. Ne? Oder nach Ruhrpotter Schnauze, Hallo Meister oder sowas, ne? So was Rheinländisches oder so. Aber Hallo Busfahrer. Hallo Fahrgast. Hallo Fahrgast. Nee, ja. Kommt Leute, das muss echt nicht sein. Es sind, meiner Meinung nach, sind es dieselben Stimmen wie auf Gladbeck. Fahrgasttechnisch. Teilweise, ja. Es sind auch neue dabei. Ja, gut. Aber das Hallo Busfahrer... Und auch ganz neue dabei. Ja, aber das Hallo Busfahrer... Hallo, was, Felix? Mhm. Ach, Felix. Sagst du auch, Felix, sagst du auch Hallo Busfahrer? Dann trete ich dir in Felix ist die neue... Ja. Felix ist die neue Fahrgaststimme für meine Fahrgaststimme. Ach so. Aber wenn, ja, solange Felix nicht Hallo Busfahrer sagt, weil ich kenne Felix privat, und dann hätte ich ja einen Grund, ihm in den Arsch zu treten für Hallo Busfahrer. Oh! Oh, jetzt krieg Probleme. Ja, ich hier auch gerade. Oh. Ja, jetzt fängt mein Bus an zu... Haltestelle, Neumarkt. Kurz vor Bottrop. Ja, ich bin hier am Neumarkt. Da gab es jetzt gerade so einen kleinen Aussetzer. Aber gut. Gut, damit wir hier nicht ganz abschmieren, werden wir mal Außenperspektive nutzen. Sieht zwar jetzt ein bisschen doof aus, aber... Weil keine Lust, am Ende des Videos hier noch das Video abbrechen zu müssen. Moin, moin. Die Aufnahme. Hallo. Moin, moin. Ich habe Felix noch nicht gehört. Ist die Stimme der Typ mit der Halbglatze. Mal rennt er in roten Jacket rum, mal im grünen. Ja, ich weiß, wer das ist. Wird die Ampel jetzt rot oder wird die grün? Ach, die wird rot. Ja, dann kann ich ja stehen bleiben. Ach man, ich finde das an manchen Ecken hier so schade mit den Texturen. Ja, und Spandauer Häuser, ne? Ganz viele. Ja gut, ne? Ja. Ist halt so.
Die 960. Die fährt in Köln auch. Oder fuhr. Oder fährt die noch? Weiß ich nicht. Oh, jetzt fährt der auch vor uns. Ja, wow. Ja, wundert mich jetzt nicht, warum es bei mir anfing, der Bus zu hüpfen, wenn ich mir den Bottropper ZB gerade hier so angucke mit der Ultimativ-AI. Ist das auch keinem noch? Ja, so, jetzt habe ich hier natürlich ein Problem. Fahren wir wieder ein Stück zur Seite. Weil die KI wird mich hier definitiv gleich nicht rauslassen. Das wissen wir doch jetzt schon, oder? Die wird jetzt gleich Vollgas geben, sobald hier grün wird. Oder ich kriege ein Vorab-Abfahrtssignal, mach mir aber auch Gedanken, dann komme ich hier trotzdem nicht raus. Hm? Das passt doch niemals. Doch, das könnte. Doch, das passt. Wenn denn mal. Ui. Okay, ja. Ich krieg keine Vorfahrtsregelung hier, das heißt, ich darf jetzt warten, bis der Pulk da weg. Nein! Der Pulk lässt mich raus! Das erste Mal, dass ich das auf der Karte erlebe hier. Okay, ist ja auch die erste Linie, die ich fahre. Aber so ein Erlebnis hatte ich ja nicht mal auf Gladbeck, dass die KI mich rauslässt. Die KI hat mich rausgelassen. Habt ihr das gesehen? Die hat mich rausgelassen. Ich werd bekloppt. Die KI hat mich rausgelassen. Ich werd bescheuert. Sterkrade Bahnhof. Sterkrade Bahnhof. Und wieder ein Unfall irgendwo. Wow. Ich habe gar nichts gemacht. Ach du Scheiße. Ja, fahre ich hier jetzt rein oder fahre ich jetzt geradeaus die Brücke hoch? Sterkrade Bahnhof. Gute Frage, ne? Was mache ich denn jetzt? Duisburg, Sterkrade. Links abbiegen. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, Kinas. Ah, nee. 979, Sterkrade, die fährt da lang. 979, Sterkrade, fährt da lang. Was denn jetzt? Wo fahre ich denn jetzt lang? Was ist denn? Duisburg, 979, Sterkrade. Ich kann da unten und da oben lang fahren? Was? 999. Was sagt denn das Navi? Ja, der Navi sagt gerade nicht viel dazu, weil der Linienweg elendig gleich ist. Ich kann beide Wege nutzen, na dann fahr ich doch den einfacheren. Fahr ich doch den. Da muss ich hier nicht bergauf und muss nicht. Ich fahr einfach hier lang, wo die Bahn lang fährt. Weil er zeigt mir an, dass ich das darf. Okay. Also mache ich das. Jo, scheint auch der richtige zu sein. Mach ich jetzt auch. Ja, ich bin zu schnell. Boah, du bist so hässlich. Mit deinem Piep. Wie Bass. Ja, guck mal, ich komme hier wunderbar raus. Das geht doch. Naja, wunderbar ist jetzt übertrieben. Okay, grün hatte ich jetzt auch nicht, aber wen juckt das? Mich nicht. So, Sterkrade Bahnhof. Nee, Quatsch, das war nicht die Schnö. Nee. War doch. Keine Ahnung. Oder er hat es noch rausgenommen. Ich glaube, das stand was von Gladbeck. Drei Generationen und immer in Stadtbusse. Die ultimative AI-List, ja. Ah, okay. So, also meine Türen haben durchgehalten. So, und da hinten ist jetzt der Pausenplatz, kann das sein? Ja. Dann stellen wir uns nochmal auf den Pausenplatz. Oh, so. Jo! Pause. Also für Aufnahme sollte man eine andere AIDIS nehmen. Ja. Wenn man 60 FPS aufnehmen möchte, aber das verträgt um sie überhaupt nicht. Ja. Ich bin ehrlich, wenn man am Bottrop ZOB steht. Ja, so sieht das aus. Aber ist halt so. Ja, das war die Review zur Metropole Ruhrgebiet, die 979. Erstmal, Lumpi, vielen Dank an dich, dass du dabei warst.
Bitte, bitte. Und dass du so artig warst. ja, Fazit. Also, wer es unbedingt kaufen will, der soll das bitte tun. Wer sagt, ich kaufe mir das Ding nur wegen dem Bus, die Karte interessiert mich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, bei den Bugs, die im Moment da sind, würde ich sagen, wartet noch. Abwarten. Wartet noch. Es kommen auch noch genug Videos von meiner Seite zu Ruhrgebiet und auch zu dem Bus. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten, wenn Updates gekommen sind. Ich werde da regelmäßig gucken. Wenn ihr sagt, ich kaufe das Ding nur wegen dem Bus, weil ich ein Solaris Urbino der vierten Generation haben will, ich kann das verstehen, es ist Grizzly-Qualität, ich kann das zu 100% nachvollziehen. So wie er aber im Moment ist, mit den Bugs und auch noch mit dem Türproblem und mit dem fehlenden Logo und der Warnblinker und all, was wir jetzt so gefunden haben, würde ich sagen, wartet noch, bis es gefixt ist, dann habt da mehr Spaß dran. Wenn ihr sagt, oh, ich will aber jetzt, dann kauft ihn. Kauft das Add-on, dann müsst ihr aber damit leben, dass der Bus einfach noch Fehler hat. Karte ist völlig klar. Ne? Wie gesagt, ich habe ja meiner Meinung nach, das ist halt auf Gladbeck-Niveau gebaut. Und das ist halt so, das müssen wir so hinnehmen. Wenn ihr sagt, ist mir egal und ich finde das geil, dann kauft sie. Wenn ihr sagt, dann lasst es halt sein. Für den Bus würde ich persönlich sagen, würde ich es mir später auch kaufen. Aber dann wirklich wegen dem Bus. Die Karte interessiert mich nicht wirklich. Der Bus interessiert mich schon. Ich habe mehr erwartet. Ich habe von dem Bus wirklich mehr erwartet. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Muss ich zugeben. Hoffe aber, dass da halt die Dinge, die jetzt noch fehlen und es wurden ja Fixes versprochen. Ich hoffe, sie kommen. Ich hoffe, sie kommen bald. Was bald von mir noch kommt, sind noch ein paar andere Linien auf Metropole Ruhr. Wir gucken uns den Urbino 4 in der, also den Urbino 12 in der vierten Generation, gucken wir uns auch natürlich noch an bei Zeiten. Aber von dieser Stelle war es das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir freuen uns über eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Tö! Ja, stopp. Ja. Also liebe Leute, es hat mir wirklich schwer gefallen, lieb zu sein. Ihr kennt mich. So, tschüss.